Und ich würde sagen, entweder Chaotin oder Genießerin. Diese Sims sind zufrieden und haben Spaß, wenn sie gutes Essen bekommen. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie schlechtes Essen bekommen und können sich für Ideen Kochsendungen anschauen. Du genießt ganz gern. Das heißt nicht, dass du jetzt rübsen musst. Selbstbewusst, das klingt... Na, sieht nach einem Prinzesschen aus. Nein. Ich bin ein Bauer. Und ich bin ganz schön blöd. Und oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte schlafen. Also entweder das oder das. Hallöchen. Ja, doch, nehmen wir mal den Femininen. Wir sind jetzt richtig, richtig, richtig klischeehaft. Also, so richtig klischeehaft. Ja, dann würde ich behaupten, haben wir jetzt ganze 45 Minuten gebraucht, um Crystal Meth zu erstellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game wieder. Wenn ich wüsste, wo man das jetzt abspeichert. Was entspeichern? Wow. Nein, nein, Alter, das mit dem Mund war keine gute Idee. Ich finde das gruselig, lass das. Nein. Okay. Oh, jetzt kann ich schreiben. Crystal Meth. Ja, ich überlege gerade, wie man diesen Haushalt nennen könnte. Weil Meth ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich unkreativ. Humpen. Wir nennen die einfach Humpen. Das ist ein Bierhumpen. It humps Bier. Ja, richtig. Eben. Meine Rede. So. Haushalt in meiner Bibliothek speichern. Ich habe was Cooles getan. Ich würde behaupten, sie ist fertig. Und jetzt habe ich noch was ganz Wichtiges für euch. Und zwar machen wir das wie im letzten Let's Play bei Sims 3. Ich möchte ganz gerne, dass ihr euch ein paar Figuren aussucht, die ihr ganz gerne in diesem Let's Play sehen wollt. Und dann werde ich das erstellen. Oder ihr ladet das, wenn ihr Sims 4 selbst habt. Oder die Demo. Dann macht das doch einfach mal selbst und taggt das so mit Zische und keine Ahnung, schreibt mir, wie ich das finden kann und macht eine Runde Vorschläge, wen oder was ihr in diesem Let's Play haben wollt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man die ganzen Sachen auch teilen kann bei Sims 4, weil dann kann ich ja eure Vorschläge sehen und muss sie nicht einfach so frei Schnauze kreieren. Also ich würde es ziemlich cool finden, wenn ihr euch ein paar Gedanken macht, wen ihr in diesem Haushalt noch sehen wollt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann erstellt diese Person doch einfach mal und schreibt mir dann, wie ich sie in der... Dingens finden kann. Oder macht den Familiennamen einfach Humpen. Ja? Humpen. Ja, 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 läuft. Spielen. Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Ja. Humpen. Hallo, Ladebildschirm. Hallo. Einziehen. Deine Sims brauchen einen Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen und beziehen. Das ist Oasis Springs und das ist Willow Creek. In Oasis Springs, da ist hier der Einsteigerhaushalt. Und das gefällt mir gar nicht, weil den Einsteigerhaushalt habe ich nämlich schon gespielt, als ich auf der Gamescom bei EA in der Community Lounge das Ganze angespielt hatte. Und eigentlich... hier ist ein anderes Einsteigerhaus. Nice. Es gibt ein Einsteigerhaus. Aber wir könnten auch einfach ein komplett neues Haus bauen. Weil Haus bauen ist doch immer das Schönste. 30 mal 20, 30 mal 20, 30 mal 20. 20 mal keine Ahnung. Mauerblümchenhügel. Knarrende Hütte. Oder wir bauen uns unser eigenes Haus.
Hier kann man lesen, Fitness, weggehen, nehme ich an. Ah, okay. Okay, dann können wir uns das noch nicht richtig krass angucken. Gibt es hier jetzt einen Unterschied? Ah, hier können noch Leute singen gehen. Mhm, und was trinken, einen Park. Und hier wohnen anscheinend mehr so die Intellektuellen, die ruhigeren. Ich verstehe. Und hier wird Fat Party gemacht. Eigentlich wäre dann doch Oasis Springs etwas für sie, oder nicht? 5 Fettnäpf. Ja, krass, die Grundstücke kosten ja auch weniger. Nein, das kostet weniger. Die Kiesgrube. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Das sieht krass aus. Hm, dann nehmen wir doch einfach mal ganz klischeehaft staubige Heimat und ziehen da ein. Aber das ist kein grüner Rasen. Doch, das ist grüner Rasen. Oh mein Gott, dann zieh da ein. Los, tu es. Guck mal, schon wieder ein Ladebildschirm. Das ist schon der dritte. Aha. DNA wird irgendwas getan. Oh mein Gott, Kontrolle übernehmen. Die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genau beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deinen Sim steuerst. Das weiß ich doch schon. Ja, ja, Zoom, das ist schön. Guck, Zoom. Zoom, raus, Zoom. Ja, ja, Kamera bewegen. Hin und... Wait, what? Ach ja, genau, das war mit Rechtsklick. Das hat mich so irritiert. Ja, nein. Nein, lass das. Du sollst da nicht hingehen. Ach ja, hier oben. Wandsteuerung. Yep, ich hab keine Wände. Kamera fokussieren. Hab ich fokussiert. Kameraverfolgung. Rechtsklick, so wie immer. Zeitsteuerung. Nope. Du nimmst nicht dein Handy in die Hand. Hab ich gemacht. Aktionswarteschleife. Yep, das kenne ich auch schon. Ja, die aktive Warteschleife kenne ich auch schon. Und Multitasking, ja. Selbstständigkeit, ja, das weiß ich auch. Mit Gefühlen spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Oh, sieh nur. Es ist inspiriert. Emotionen. Ja, Inspiration. Das ist schön. Ja. Ja, ja. Einen Kühlschrank kaufen. Ja, wir sollten einen Kühlschrank kaufen. Aber bevor wir uns... Lass mich in Ruhe. Nein. Ja, ja, nach Objekten. Ja, das ist richtig schön. Danke. Ja, Haushaltsinventar, das ist echt schön. Jetzt lass mich in Ruhe. Warum lässt es mich nicht in Ruhe? Jetzt lass mich in Ruhe, ich baue jetzt einfach. Nerv mich nicht. Wenn das Ding irgendwann mal weiter... Ja, okay, danke. Das macht mich gerade ein wenig glücklich. Juhu, es ist weg. Juhu. Wuhu. Oh yeah. So, dann... Okay. Oh mein Gott, ich muss gerade erstmal wieder krass mit der Steuerung klarkommen. Dann würde ich behaupten, fangen wir doch einfach mal an zu bauen. Ja. Okay, das ist ein Wandtool. Das ist ein Raumtool. Das ist ein dreieckiger Raumtool. Und das ist ein viereckiger Raumtool. Und das ist ein L-förmiger. Alter, wie geil! Es gibt einfach so Dinge, die machen mich auf Anhieb ziemlich glücklich. Konnte man das nicht irgendwie mal mit Shift drehen, wenn ich mich recht entsinne? Das ist eine Rundplatte. Aha, sobald du einen Raum oder eine Terrasse platziert hast, kannst du mit dem horizontalen Pfeil die Größe verändern. Drehe sie mit dem gebogenen runden Pfeil, bla 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 bla. Sobald du einen Raum oder eine Terrasse platziert hast... Ist das ein Raum oder eine Terrasse? Nein. Ha, Fundament, haha. Ja, nice. Platziere einen Raum oder eine Wand, um ein Fundament zu setzen. Danke, jetzt bin ich ziemlich irritiert.
Gestaltet Zimmer. Gespeicherte Zimmer. Okay. Ah, das sieht nach... Wow, what? Ich glaube schon fast, dass das hier ein Fundament ist. Das kann doch kein Fundament sein. Wenn das hier ein Fundament ist, dann bin ich... ja, bin im Allgemeinen ziemlich verwirrt. Stimmt. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben, ne? Das kann doch kein Fundament sein, meine lieben Damen und Herren. Das müssen wir sofort wieder rückgängig machen, wenn ich wüsste, wo das geht. Ach, haha, hier. Nein, mach das weg. Mach das weg. Danke. Kenn ich nicht, mag ich nicht. Ach ja, dann würde ich behaupten, fangen wir doch einfach mal mit dem Wandtool an. Und zwar wird dieses Haus etwas nach hinten aufgebaut sein. Und ich bin total dafür, dass man vorne so krass was macht und das hinten das so am Ende ist so. Ne, if you know what I mean. Ich will die Wand unten haben, wenn ich das baue. Boom. 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 Boot. Da kommt man dann rein und hier macht man noch irgendwas anderes Freshes. Wow, das wollte ich gar nicht. Kann man das hier abzählen? Oh mein Gott, ich muss wieder manuell zählen, wie viele Wände es sind. Also, es sind 4. Das sind 3. Jetzt sind es 4. Ja, ja, ihr werdet niemals erraten, was das ist. Das ist nämlich das Schlafzimmer und das sieht man nämlich gar nicht, weil da kommt das Bett hin und da kommt so Schreibtisch hin. Warum kommt das ins Schlafzimmer? Das könnte eigentlich woanders hin. Jo, lassen wir das. So. Dann könnte man hier hinten doch eigentlich ein ziemlich fettes Wohnzimmer draus machen. Machen wir einfach mal das größte Wohnzimmer der Welt. Ich finde das auch wirklich geringfügig groß. Da kann sie halt eine Menge machen. Das muss man mal positiv sehen. Ist das doch schön, wenn man hier so reinkommt. Vielleicht noch ein bisschen anders so krass rein. Und dann ist man hier in der Küche. Und eigentlich wäre es ganz nice, wenn hier so der Sitzbereich wäre. Das sind 4 und das sind auch 4. Ach, sind wir erstmal optimistisch. Wenn nicht, vergrößern wir das einfach später. Das ist ein Bad. Das hier könnte ein Eingangsbereich werden. Oder wir machen da die Tür hin. Dann würde das ziemlich, ziemlich dezent aussehen. Das verunsichert mich. Nachmittag, Abend, Nacht, Morgen, Nachmittag. Seht mal, wie saftig das Gras hier ist. Ich habe gerade mein Handy vor mir liegen und Kotzbär hat dein Foto mit Gefällt mir markiert. Es heißt Kotzbär. Wisst ihr, wie cool der Name Kotzbär ist? Das ist unglaublich. Ha, la, la, la. Halt den Rand, Handy. Dann machen wir das hier wieder weg. Ja. Damit könnte ich wahrhaftig leben. Obwohl ich dafür bin, dass wir hier drüben noch ein kleines Badezimmer hinmachen. Ja, läuft.